Ja, liebe Studierende, ich begrüße Sie recht herzlich zum Sommersemester 2021 an der Hochschule im Anhalt. Insbesondere freue ich mich, so viele neue Studienanfänger begrüßen zu können. Im Sommersemester haben etwa 200 junge Menschen mehr angefangen als im letzten Sommersemester. Wir sind sogar bei einer Immatrikulationszahl, die liegt über den Werten vor der Corona-Pandemie. An den leeren Bänken hinter mir sehen Sie aber etwas, was auch für dieses Semester auch wieder die Hochschule bestimmen wird. Wir werden nicht zu einem normalen Hochschulbetrieb zurückkehren können. Die Hochschule hat im März einen Rahmenplan für das Sommersemester 2021 festgelegt. Den finden Sie auf der Internetseite gleich unter Aktuelles zu Corona. Und in diesem Rahmenplan ist definiert, dass bei Inzidenzwerten von über 50, und die haben wir an allen drei Standorten, Bernburg, Köthen und Dessau, wir keinen Regelbetrieb haben. Das bedeutet im Konkreten, es finden Vorlesungen nur im Online-Prozess statt. Praktika sind möglich, aber nur mit maximal 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einige Fachbereiche haben aber schon entschieden, die Praktika zu einem späteren Zeitpunkt zu verschieben und zu Beginn des Semesters verstärkt auf Vorlesungen zu setzen. Ich würde Sie daher bitten, auch mit Ihrem Fachbereich, insbesondere mit Ihrem Studienfachberaterinnen und Studienfachberatern, Kontakt aufzunehmen. Wir alle haben natürlich die Hoffnung, dass im Laufe des Sommersemesters aufgrund der veränderten Wetterlage und auch einer höheren Impfdurchdringung sich die Situation verbessern kann. Aber zum heutigen Zeitpunkt kann ich Ihnen noch keine konkreten Daten dafür nennen. Wir werden in dieser Woche mit einem Modellversuch am Standort Dessau im Fachbereich Design beginnen, wo wir mit einem Eingangstest, den die Studierenden und auch die Lehrenden natürlich durchführen müssen, dann einen Zugang in die Hochschule ermöglichen. Und je nach Erfolg dieses Modellprojektes werden wir dann über weitere Möglichkeiten der Lockerung an der Hochschule Anhalt entscheiden. Das Semester wird für alle herausfordernd, natürlich für die Lehrenden, aber auch für Sie als Studierende. Unsere Lehrkräfte haben im letzten Jahr viel Erfahrung mit digitalen Lehrformaten gelernt. Die Rückmeldungen, die wir aus der Evaluation von Ihnen haben, sind weitestgehend positiv. Nichtsdestotrotz fehlen uns allen natürlich insbesondere die sozialen Kontakte, die auch ein studentisches Leben ausmachen. Und das führt zu Herausforderungen bei Ihnen. Und wir bieten da Unterstützungen an. Wenn Sie Bedarf haben, nutzen Sie die Möglichkeiten natürlich erstmal im Fachbereich, aber auch bei uns im Studierenden-Service-Center, im International Office. Aber auch das Studentenwerk bietet Möglichkeiten der Beratung rund um Finanzierung, um Familie, aber auch um gesundheitliche Themen an. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeiten, wenn bei Ihnen der Bedarf besteht. Ja, damit wünsche ich Ihnen für dieses Semester ein bisschen Durchhaltevermögen, mit der Hoffnung, dass sich die Situation schon in den nächsten Monaten verbessert und dass ich Sie in den nächsten Wochen, Monaten, sobald als möglich, auch persönlich auf dem Campus der Hochschule Anhalt begrüßen kann.